Wo kriegt man genug Gravele? Alter, wenn wir so viel bauen, ist natürlich schäbig, dass wir immer Rohstoffe brauchen und dann so viel verschwenden davon. Also nicht verschwenden, aber wir brauchen die ja einfach. Hier kriegen wir noch ein bisschen Gravel her, aber ob das reicht, wage ich ja zu bezweifeln. Und vor allem, den können wir ja nicht anbauen, den Gravel. So, siehst du, da hinten der Damm, der ist zwar relativ groß, der wird aber später im Wald untergehen, vermute ich mal. Und eigentlich könnten wir den da auch einreißen, dann lassen wir den da noch über Eck gehen oder sowas. Aber andererseits, über den Seeweg kommt man ja trotzdem hin, naja, egal. Huch! Wupp dich! So, und wir machen dann hier mal, ich weiß gar nicht, wie viel wir dann brauchen werden. So. Reicht das? Oder mache ich nur in die Mitte Gravel und mache dann so einen Zweierweg wieder? Der auf der anderen Seite, der so ein bisschen umzäunt ist, damit man da nicht reinfällt in die Schlucht und bla bla bla, pipapo, wisst ihr ja das Übliche. Aber so ein bisschen detailreich quasi wieder machen. So, wäre natürlich geiler, wenn die Schlucht ja durchgehend wäre und man ja quasi so ein bisschen so eine Brücke bauen könnte oder sowas. Dass man die Schlucht hier so ganz macht, das wäre natürlich auch geil. Aber ich glaube, da müssten wir viel buddeln, wenn wir das hier wirklich irgendwie anschließen. Also nicht das Ganze natürlich, wenn wir das irgendwie anschließen wollen. So, vielleicht mache ich dann da nicht Erde hin, sondern irgendwie so einen Stein oder sowas. Und die Frage ist natürlich, wie wir dann hier drin weiterbauen. Das weiß ich momentan auch noch nicht. Ich glaube, da sollte ich nochmal ein Monster anmachen und mir mal wieder ein paar Level holen. Und dann eine Schaufel verzaubern. Wir wollten ja jetzt quasi auch ein bisschen mehr auf Enchantment gehen. Und dann können wir ja auch wesentlich schneller mal sowas ausheben oder mal ein bisschen terraformen, weißt du? Das dauert ja immer so lange, dass ich da mal eine Klatsche kriege. Und ihr vor allen Dingen, weil ich dann immer anfange, irgendwas zu quatschen über irgendein Thema. Hey Gronkh, red mal über Bayern München, red mal über den Hoeneß, red mal darüber, dass der irgendwer von Dortmund weggekauft wurde, wo sich jetzt mega aufgeregt wird wegen Traditionsverein pipapo. Habe ich gestern mal Tagesthemen geguckt. Und irgendwie, sagen wir mal, die Tagesthemen gehen 50 Minuten, die gehen 45 Minuten, dann waren 40 Minuten nur über Fußball. Das war ja total spannend. Wow, ich konnte mich kaum halten vor lauter Megaspannung. Aber natürlich die Dortmunder Fans, die hier zuschauen, es tut mir sehr leid. Naja. Ist eigentlich jeder käuflich? Was würdet ihr sagen? Das ist eine gute Frage. Würde sich jeder Mensch für irgendwas kaufen lassen, sei es zum Beispiel weg von seinem Traditionsverein oder weiß ich nicht, dass man jetzt sagt zum Beispiel, wenn jetzt zu mir jemand sagen würde, ey Gronkh, bewirb doch mal das Produkt XYZ, du kriegst Summe ABC dafür. Würdet ihr sagen, jeder Mensch ist käuflich, bist du käuflich? Und wenn ja, für wie viel Geld würdest du deine Überzeugungen verraten, wenn überhaupt? Wenn da jemand ankommt und sagt, komm, ich biete dir 5 Millionen, wenn du dafür Werbung machst für, ich weiß, ich sage mal Justin Bieber, aber das ist auch so blöd, wenn du Werbung machst für Abtreibung, für irgendwas, von dem du überzeugt bist, für Atomkraft, also gegen das du überzeugt bist, für ACTA, für weiß ich nicht was, oh, Alpha-Baum. Wärst du käuflich und wenn ja, was wäre dein Preis? Sagen wir, jemand bietet dir 5 Millionen oder sagen wir 1 Million. Fangen wir bei 1 Million mal an. Jemand bietet dir 1 Million, um irgendwie Werbung zu machen gegen irgendwas, was total gegen deine Überzeugung spricht. Was würdest du tun? So, denke dran, du könntest natürlich mit der Summe auch eine Menge Gutes tun. Du könntest es für Charity geben. Du könntest auch deine, ich weiß nicht, Eltern unterstützen oder deine Familie oder weiß ich nicht was. Ist doch mal eine interessante Frage. Ist jeder Mensch käuflich? Und wenn ja, zu welchem Preis? Frage ich mich bei mir auch gerade, ganz ernsthaft. Also, ich bin ja so... Also ich bin da schon ein recht eigenes Köpfchen und ich weigere mich grundsätzlich, Werbung für irgendwas zu machen, von dem ich nicht wirklich auch selber überzeugt bin. Ich mag das einfach nicht, weil es mir gegen die Prinzipien geht,
für irgendwas einzustehen, was nicht meiner Überzeugung entspricht. Ich bin da sehr rigoros, sage ich mal, was auch nicht immer auf viel Gegenliebe stößt bei einigen Dingen. Wir haben da auch schon viel, viel abgelehnt. Und wenn wir ehrlich sind, gerade hier auf dem Thema, gerade auf YouTube, ist ja deine Authentizität das, was du eigentlich am meisten hast. Gerade darauf kommt es ja hier an, auf die Echtheit, dass du echt bist und dich nicht verbiegst oder sonst irgendwas und dir auch selber treu bleibst. Und gerade da, wenn du dich da verkaufst du mehr als dich selbst, sondern auch noch, ja, du verkaufst ja quasi deine Zuschauer gleich mit. Ist ja so, du willst ja denen aufschwatzen, dass das Produkt oder das, was du da bewerben sollst, quasi auch deiner Überzeugung wieder entspricht und dass die das doch auch alle toll finden können und sollen und wäre doch super. So, ich wollte Monster wieder anmachen, ganz kurz. So. Ja, in dem Falle, und da bin ich halt auch sehr rigoros und ich frage mich halt, wenn mir jemand 5 Millionen bieten würde, um, sage ich mal, ich weiß gar nicht, was man da bewerben könnte. Sagen wir 1 Million, ne? Sagen wir, bleiben wir bei der Million, wenn mir da jemand bieten würde, um zum Beispiel... Was haben wir denn? Um Werbung, sagen wir mal, gehen wir mal politisch. Das ist jetzt keine politische Äußerung, aber wenn man mir 1 Million bieten würde, um Werbung für die CDU zu machen. Ne? Ist ja, ist jetzt auch egal, ob es SPD oder Grün oder irgendwer. Ich nehme CDU nur als Beispiel, nicht als politische Gesinnung. So, oder als irgendwas. Wenn man mir da 1 Million bieten würde, um Werbung für die CDU zu machen, ich würd's ausschlagen. Doch, ich glaube, doch. Du laberst Scheiße, du bist voll Geld. Nein, tut mir leid, aber irgendwo hört's auch auf. Nee, geht nicht. Und wenn ich dafür auch die Zuschauer verkaufen will, nee, sorry, ganz ehrlich. Das, nee, also da weiß ich nicht. 5 Millionen. Weiß ich nicht. Siehst du, da wird's schon schwierig, ob man das vor sich selbst auch verantworten kann. Das, sowas auszuschlagen. Sowas bei mir auch damals mit dem Werbungschalten auf YouTube. Ich wollte Monster schlachten. Sowas bei mir mit dem Werbungschalten auf YouTube. Ich hatte Partnerschaftsangebote ohne Ende. Auch damals schon. Als es noch nicht ganz so groß war wie heute. Wo ist denn... Das ist ja unfassbar. Jetzt bleib mal handsam hier. Komm mal mit. Wir müssen dich mal einpferchen gerade, weil wir jetzt wieder auf Monster Hats gehen. Ja, jedenfalls war es so, da hat man mir auch schon zahlreiche Angebote gemacht, bla bla bla. Und ich habe ein halbes Jahr, habe ich brav alles ausgeschlagen, weil ich wollte die Werbung nicht vor den Videos. Ich wollte nicht die Zuschauer sozusagen damit auch gleichzeitig ein bisschen... Man muss ja sagen, man verkauft ja damit auch an die Produkte, die da bewerben wurden, auf die... beworben werden? Auf die man selber auch gar keinen Einfluss hat. Aber ab irgendeinem Punkt konnte ich auch nicht mehr guten Gewissens Nein sagen. Auch mir selbst gegenüber halt. Und auch letzten Endes auch unserer Firma gegenüber. Komm, die lasse ich mal stehen. Der Pedo ist mir gerade zu gefährlich. Ich komme da hinten noch raus, ne? Doch, hoffe ich. Auf jeden Fall. Alter, was hier wieder los ist. So, es ist wieder scheiße dunkel auf dem Monitor, ich sehe das nicht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ein halbes Jahr, ich hatte auch Angebote von Maschinima und sonst irgendwas. Ich habe alles ausgeschlagen, einfach, weil ich das nicht wollte. Und ab irgendeinem Punkt, da war es dann an dem Punkt, nein, Werwolf. Wo man dann nicht mehr guten Gewissens Nein sagen konnte, natürlich auch für die Firma und so weiter und so fort. Der Playmassive ging es damals auch nicht so sonderlich gut und da war es einfach die richtige Entscheidung, es zu tun. Und ich muss zugeben... Auch wenn ich kein Freund von Werbung bin, aber ich bereue es nicht, es getan zu haben. Aber ich find's schäbig, wenn andere Leute dann nur darauf gucken, man kann doch mit YouTube Geld verdienen, also mache ich da jetzt was. Das ist der Grund dafür. Weil so funktioniert YouTube auf gar keinen Fall, sondern einfach so, dass man Sachen tut, die man liebt, die man aus Überzeugung tut, die man auch tun würde, wenn man keine Bezahlung dafür kriegen würde. Und da sehe ich ein bisschen die Gefahr bei den Original Channels, die sich zwar alle sehr bemühen, aber dass die sich selber da vielleicht untreu werden oder irgendwas machen, was sie nicht selber sind. Wenn du weißt, was ich meine. Aua. Ach, diese scheiß Ratten. Und diese scheiß Bogenschützen. Und diese scheiß Schleimse. Halt, weg. Ich versuche jetzt mal gezielt zu treffen. Naja, gut, so viel dazu. Ich sollte tatsächlich beim Let's Play mal irgendwie anfangen zu saufen, damit ich besser treffe.
So. Gab's ja auch noch die Frage, ob ich mal so einen Drunken-Let's Play mache. Bin ich auch immer noch, ich finde das vorbildmäßig natürlich blöd, aber andererseits, wir haben ja nur keinen Kinderkanal. Es gucken zwar auch Kinder zu, aber wir machen natürlich auch Spiele für Erwachsene, wir machen auch Themen für Erwachsene und so weiter und so fort. Also irgendwann müssen wir das einfach mal machen. Das würde ich wirklich gerne mal auch aus Neugier mal ausprobieren. Wie das so, wie das so ist und was man dann für einen Quatsch labert. Aber ganz ehrlich, ich würde eine Nacht drüber schlafen, ob ich das veröffentlichen will. Der hat mich doch nicht angegriffen. Huch. So, oh, Alter, ich muss ja fressen. Ich laufe hier die ganze Zeit zu verquanzt rum und blablabla. So, schnell mal was in den Hals hauen. Die Nacht ist noch jung, hoffe ich. Und jetzt können wir uns nochmal ranwagen an irgendwelche Viecher, solange es nicht zu viele auf einmal sind. Kommen keine von oben? Gut. Und das Pferd wandelt ganz gemächlich über Wasser, aber ist ja auch ein fliegendes Pferd, das ohne seine Flügel zu benutzen einfach um Wasser wandeln kann. Logisch. So, kümmert. Kümmert ran, ihr Kinderlein. So, aus dem Mond geschossen. So, Wölfe treffen einen immer, im Gegensatz zu Creepern. Alter, heute habe ich auch eine Trefferquote, also auf mich selbst. Ich werde so oft gebasht gerade. Und diese Musik ist nicht wirklich gerade toll für Kämpfe. Tipdu. Epische Kämpfe, ladidududududu. Mega Spannung, Aufgewühltheit. Endorphine. Oh, Feuerwehrwolf da, verpiss ich mich mal lieber. Und geh da hinten mal lieber zu den Endermännern, die mir vielleicht noch ein paar Perlen kredenzen. Es wurde mir der Tipp gegeben, ich weiß nicht, ich glaube aus Unwissenheit heraus, dass es eventuell klappen könnte, in neuen Biomen mal die Enderaugen zu werfen. Das klappt ja bei uns gerade nicht. Habe ich ja ausprobiert, klappt hier nicht. Und da würde ich gerne mal aus... Ja, ist ja gut. So, die Lidludladli, die... So, kriege ich wieder den ganzen Scheiß Chitin und den ganzen Mist, den ich eh nicht brauche und haben will. Ach Mann, wieso kann ich da drüben nicht hingehen? Blöder Feuerwehrwolf. Und hier spawnen die alle untergründig. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Ich sehe nämlich momentan... Oh, Mist, da komme ich gar nicht durch. Ich sehe momentan aktuell herzlich wenig. So, der nächste Enderman ist dahin. Da sind noch Skorpione, aber ich weiß nicht, ob ich mir die holen soll. So, ich muss nur aufpassen wegen diesen vermaledeiten Werwölfen. Da ist ein Bogenschütze, hier war noch irgendwo ein Werwolf. Da sind drei Endermänner wieder. Enderman! Ich zerpflücke deine Kniescheiben! Vier Endermen sogar. Oh, und Creeper. Und ein Feuerwehrwolf im Wald. Tolle Idee. So, dann flitze ich mal wieder zurück. Alter, ich habe doch die Werwölfe runtergeschraubt. Wieso sind da so viele? Ich verstehe es nicht. Es will mir nicht in den Kopf, warum da so viele von denen sind. Und wir sind hier so wenig Monster. Jetzt habe ich gerade den Bogenschützen, dann den Heckenschützen oben gesehen. Ein Sniper war das bestimmt. Ach komm, holen wir uns hier mal die Knochenparty. Ha! So, Level 20 sind wir jetzt schon wieder. Supers. Da hinten sehe ich noch ein Hottehü. Ich glaube, ich werde die Werwölfe mal ganz ausschalten. Weil ich finde die eigentlich eher hinderlich als gut.
Alter, hör auf mich zu verarschen. Lala, komm doch mal her. Ich hau dir jetzt aufs Maul. Du scheiß verkackter Gaul. So, die sind direkt schon tot. Jetzt gucken wir mal oben bei unserer Stadt. Da scheinen sich immer irgendwie Geister zu bilden. Ist so eine richtige kleine Geisterstadt. Die Geister, die jetzt weg sind. Und es... Uah! Alter! Mann. Der kleine Alexi, der schleicht sich immer an. Und ja, ich werde den Namen wahrscheinlich durchgehend einfach benutzen. Als Dankeschön für die Widmung, für die Ehrenvolle. Ah, hast du ja so gedacht. So, und ich hoffe, da kommt jetzt... Da sind eine Menge Wölfe. Ich hoffe, da ist kein Werwolf dabei. Naja, Kacknoobs. Ich bin ja the master of the brain, Alter. Ich bash euch alle weg. Jetzt habe ich gerade Shift gedrückt, um wie bei Fable die Erfahrungspunkte ranzuziehen. Aber das geht ja nicht. Na... So, wenn ihr die kleinen Schleimisse besiegen wollt, dann am besten immer im Wasser, weil dort können sie nicht umherspringen. Ich glaube, das Gewicht des Wassers drückt sie nach unten. Hey, ich bin gerade heldenhaft herangesprungen. So, Level 22, wo ist der Skorpide? Der stupide Skorpide. Da ist noch eine Spinne und ein Skorpide. Hallo Spinni, ich weiß, du tust mir nichts bei Tag, aber egal, bist trotzdem tot. So, wie der mich aus der Entfernung einfach kalt gemacht hat gerade. Level 22, ich hoffe, wir können uns jetzt eine kleine Diamantenschaufel basteln auch. Das ist zum Glück keine Verschwendung, kostet ja eh nur einen. Und die können wir dann eventuell enchanten und die hält dann viel, viel länger als der übliche Schrott. So, wupp, wupp. Und dann noch einen kleinen Huch-Diamanten drauf. Und schon kriegen wir eine Diamanten-Schaufel, jawohl. Den kaputten Bogen habe ich mal weggeschmissen, den brauchen wir eh nicht. Und die Diamanten schnell wieder eintüten. Und jetzt hier ganz kurz, was haben wir hier denn alles gefunden? Zwar, ach, die kommen ja an die anderen Dinger. Jetzt haben wir die Schleimse schon wieder voll. Aber die können wir ja auch brauchen, im Gegensatz zu dem anderen Rotz. Feuersteine, weiß ich gar nicht. Schwarzpulver haben wir auch so ewig viel. Ich muss da mal langsam TNT draus machen. Dann haben wir wieder ein Ei in der Hose und hier noch ein paar Bindfäden. Ja, ja, dann schmeiße ich mal ein bisschen was weg, beziehungsweise ich hau mir erstmal eine Kartoffel in den Hals. Ich würde gerne mit irgendwie so einer Kombo, einer Crafting-Kombo, würde ich gerne Pommes machen. Zwei Kartoffeln und dann irgendwie einen Stack Pommes machen. Oder überhaupt aus einer Kartoffel kann man ja einen Stack Pommes machen oder sowas. Oder vielleicht geriebene Kartoffeln und die dann irgendwie craften zu Kartoffelpuffern, Pommes, was man nicht alles machen kann. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte gucken, ob ich... Ach, das geht ja immer... Mann, ich will da mal reparieren. Ob ich mit Level 22 schon was Gescheites auf unsere Schaufel chanten kann. Ich glaube, Haltbarkeit ist immer zuerst das Wichtigste und später können wir dann noch Effizienz draufhauen. So, Behutsamkeit, Effizienz, Haltbarkeit, Glück. Sonst gibt's da nichts. Ich mach mal zuerst die Haltbarkeit. Was kostet uns die? 14. Ja, ist doch eigentlich gut. Haltbarkeit 3. Und was kostet uns Effizienz? 5. 23. 4 hätte uns... Ach, siehst du, 4 hätte man noch machen können. Haben wir noch Level 6? Ja, haben wir noch. Super. Zack. Und dafür legen wir das Ei mal ein bisschen weg. Und schon haben wir, Alter, wir haben jetzt nur noch Diamanten-Tools.